die werden dann vom Selbstständigen oder vom extrem guten Angestellten wirklich zum Businessman. So Leute, ihr habt es eben gelesen, wir müssen den Vlog leider killen, ihm den Garaus machen. Der Vlog hat nicht so optimal funktioniert, wie ich es am Anfang vermutet hätte, aber man probiert natürlich viele Dinge aus und wird schlauer daraus. Es ist immer so im Leben, man muss erstmal ein Ziel festlegen, da muss man sich für dieses Ziel einen Plan machen, da muss man den Plan natürlich exekutieren, da muss man analysieren, was ist jetzt passiert, wie schaut es aus, dann muss man natürlich re-evaluieren und sagen, hey, funktioniert das Ganze nicht. Der Vlog, der war extrem aufwendig, Leute. Der hat mich extrem viel Zeit gekostet, der hat mich extrem viel Geld gekostet, ich habe einen Cutter gebraucht, der geeditet hat, alles mögliche, ja. Man hat Musik gebraucht, man hat coole Zwischensequenzen, viele unterschiedliche Locations und ich dachte wirklich, der Vlog wäre eine richtig geile Option. Jeden Tag, ja, wirklich jeden Tag was beizubringen, alle Bereiche jeden Tag abzudecken, also Fitness, Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung, Business irgendwo und auch viel Abwechslung und diesen coolen Vlog-Flair mit Entertainment und so weiter und so fort. Siehe da, das ganze Ding hat nicht so funktioniert. Man hat es angeschaut und ich habe jetzt auch extrem viele Leute gefragt, bei einer größeren Zielgruppe von mir, 18 bis 45 vor allem, die jungen Leute, die fanden den Vlog cool, die hatten noch viel Zeit, die waren noch unerfahren, diese kleinen Tipps in den ganzen Bereichen, die waren für die Leute sehr, sehr hilfreich, die jünger waren, aber meine große Zielgruppe ist eben 18 bis 45 und auch sogar noch älter und da kam das Feedback, Karl, es ist zu häufig, ich komme nicht mit. Dann dachte ich mir, komm, dann machen wir doch lieber nur 2 bis 3 Mal pro Woche. Das bringt dann mehr, weil dann kommen da einfach mehr Leute mit. Es haben nur 15.000 bis 25.000 Leute geschafft, jeden Tag beim Vlog parat zu sein. Und die Zielgruppe, die Audienz, die wäre sonst bei 40.000, 50.000, 60.000 Leute einfach deutlich größer. Und ich will einfach, dass mehr Leute mitkommen. Und dass, wenn man schon ein Video macht, was einfach auch viel Arbeit ist, viel Aufwand und auch sehr viel wertvolle Informationen enthält, dann macht es natürlich mehr Sinn, dass mehr Leute da mitkommen und mehr Leute auch die Videos schauen können. Das war Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 war, vor allem eben die älteren Leute, die den Mehrwert aus den Videos rausziehen wollen und das auch in ihr Leben integrieren wollen. Die sagen, hey, ich will die Fitness-Tipps anwenden, die Business-Tipps anwenden. Karl, mach das doch Ganze wieder strukturierter, so wie früher, bring nicht so abgehackt 1-, 2-, 3-minütige Tippbereiche von diesen unterschiedlichen Sachen, sondern mach doch einfach ganz klar strukturiert Ernährung, Training, Business, Persönlichkeit und diese Geschichten. Wir brauchen auch die ganze Musik nicht, das ganze Schneiden nicht, das ganze aufwendige Zeug nicht und ich kann das verstehen. Wir sind ja hier kein so ein Vlog-Spaß-Channel, sondern wir wollen ja hier wirklich lernen, uns persönlich weiterentwickeln, Wissen mitnehmen, das anwenden und überall im Leben besser werden. Und es ist schon lange kein Bodybuilding-Channel mehr, sondern wirklich ein Lifebuilding-Channel. Also man baut hier wirklich sein gesamtes Leben auf und nicht nur seinen Körper. Das heißt, was machen wir jetzt? Nicht traurig sein? Für all die jungen Leute und für einfach alle Leute, die sagen, hey, ich will noch mehr Karl S. Mir kam es eigentlich schon so vor, dass ich ein bisschen inflationär wurde eigentlich. Ja? Aber ich habe gesagt, komm, dann machen wir das folgendermaßen. Ich gehe her und verwende mein Instagram nicht nur dafür, Bilder zu machen, sondern ich mache wirklich eine Insta-Story jeden Tag, was ich halt eben so mache. Also zumindest mal 3-4 Mal pro Woche. Und auf dem Hauptchannel machen wir es so, ich bringe 1 bis 2 Mal ein richtig gutes Video im Bereich Ernährung und Training und ich bringe eben einmal ein richtig gutes Video im Bereich Business und auch Persönlichkeitsentwicklung. Und ich muss sagen, dass dort meine Leidenschaft noch mehr ist. Da ist es ganz, ganz klar. Beispielsweise beim Bodybuilding-Training, da bin ich jemand, der sehr stark auf Ergebnisse schaut, nicht Bro-Science, wirklich wissenschaftlich, was funktioniert wirklich. Auch im Bereich Ernährung, wirklich nachhaltig, gesund, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe immer den Weg gewählt, dass ich gesagt habe, hey, mir ist das Allerwichtigste, dass wir zuerst mal gesund werden, stark werden, leistungsfähig werden und der schöne Körper, das kommt dann eben hinterher. Und genauso sehe ich es auch im Business. Man muss sich erstmal persönlich weiterentwickeln, anderen Menschen helfen, ein geiles Produkt und eine geile Dienstleistung bauen. Und das Geld, das kommt dann schon hinterher. Und ich habe es wirklich mit extrem vielen bekannten Leuten hier in Deutschland, war schon bei Dirk Kräuter, bei Bodo Schäfer, bei Jörg Höller und diesen ganzen Leuten. Und ich wollte einfach dieses Wissen, weil meine Leidenschaft für dieses Thema extrem brennt.
So wie für Bodybuilding oder so wie für Bodybuilding am Anfang sogar. Und ich sehe da einen extrem großen Übertrag. Und deswegen will ich jetzt einfach sehr stark in dieses Thema rein, weil ich glaube, dass es auf Dauer einen noch größeren Impact hat und eben diese nächste Stufe ist. Ich habe in so einem Bodybuilding extrem viel gelernt. Ich habe gelernt, dass man zuerst mal Zeit und Geld rein investiert in was. Und dann hart arbeitet, dann was zurückbekommt. Dass man dafür Routine braucht, Wiederholung. Das hat mein Selbstbewusstsein aufgebaut. Ich habe dann daraus ein Business gemacht und so weiter und so fort. Und genau diese Dinge, dass man mentale Fähigkeiten braucht, um den Körper aufzubauen, das ist eben im Business genauso wichtig. Ich brauche auch zuerst mal mentale Fähigkeiten und dann eben später andere Bausteine und Skills, um dort wirklich hochzukommen. Und was ein ganz wichtiger Punkt auch für mich war und auch für mich ist, ist, wenn du nicht funktionierst, dann funktioniert gar nichts. Ich kenne Leute, die sind jetzt schon auf dem 10. Trainingsplan, 10. Ernährungsplan und sagen, hey, der Trainings- und Ernährungsplan, der funktioniert für mich nicht. Zum 10. Mal, dann sage ich, nein, du funktionierst nicht. Du bist nicht diszipliniert, du arbeitest nicht hart genug, du bleibst nicht lang genug dran und so weiter und so fort. Und genau das Gleiche ist im Business genauso. Ich kenne Leute, die haben schon 10 Sachen probiert, die sind jetzt einfach auch schon 10 Mal gescheitert. Und genau das Gleiche auch bei Beziehungen. Ich kenne Männer, die sagen, boah, Frauen sind einfach scheiße, ja, die sind in Dubai nix, die sind in Deutschland nix, die sind in den USA nix. Dann habe ich gesagt, hey, was ist eigentlich der gemeinsame Faktor bei dir und diesen Beziehungen? Du bist immer mit drin, du bist der gemeinsame Faktor, du bist da immer mit drin in allen Beziehungen. Das heißt, vielleicht liegt es ja an dir, vielleicht liegt es nicht an den anderen und vielleicht liegt es eben auch nicht an den Frauen, sondern vielleicht bist eben wirklich du das. Und jetzt schauen wir uns mal die Pyramide an, die male ich jetzt auf. Und die finde ich extrem wichtig. Ich gehe jetzt her und ich mache jetzt erstmal hier unten die ersten paar Striche, beziehungsweise hier. Jetzt haben wir also hier eine Pyramide, okay? Könnt ihr das sehen? Und jetzt will ich mal erklären, was wir jetzt hier die nächsten paar Monate gemeinsam durchgehen werden, okay? Und noch was. Fitness und Ernährung, da kommt natürlich noch viel. Aber ich habe ja auch aus einem Grund dort Fitness- und Ernährungsprogramme gemacht für jeden, das Zuhause-Training dabei, Abnehmen, Muskelaufbau. Das sogar, wie man vegan wird. Ich habe ein Buch geschrieben in diesem Bereich. Über 10.000 Leute haben es schon gemacht. Und wenn du sagst, oh Karl, mach doch noch bitte mehr Ernährung und Fitness. Es kommt doch, aber wenn du es wirklich ernst meinst, hol dir ein Programm, check's ab. Also, folgendes Leute. Der, der es einfach nicht schafft, seinen Körper aufzubauen. Der, der einfach übergewichtig ist, fett ist, seine Ernährung nicht im Griff hat und einfach keine Muskelmasse vorweisen kann, der ist im Endeffekt im finanziellen, im Persönlichkeitsentwicklungsthema im Endeffekt hier entweder im Minus oder hängt noch bei einem Gehalt von unter 50.000 Euro rum, okay? So könnt ihr euch das mal vorstellen. Das heißt, wenn jemand beispielsweise keine Ahnung über Ernährung hat, über Training hat, noch nicht so viel Disziplin hat, dann ist er im Körper beispielsweise auch im Minus. Dann ist er meistens entweder dick, straff, ist nicht stark, ist nicht ausdauernd, kann keine 10 Kilometer laufen, kann keine 10 Klimmzüge machen und so weiter und so fort. Und genau das Gleiche ist natürlich im Business. Wenn ich im Business keinen Plan habe, allgemein im Leben noch nicht so wirklich einen Plan habe, und wir kommen auch später dazu, dass es einen Schlüssel im Endeffekt für alles gibt. Es gibt für alles im Leben einen Schlüssel und das ist eben auch das Geile. Und wir haben die Verantwortung, wir haben die Kontrolle, wir können das auch umsetzen. Zumindest zu über 90%, würde ich jetzt mal sagen. Dann müssen wir jetzt hierher gehen und von Minus, ja, also hier haben wir erst die Null, bis ca. 50.000 Euro. Dann müssen wir jetzt erstmal extrem viele Fähigkeiten aufbauen, okay? Extrem viele persönliche Eigenschaften. Das heißt also, wie man zum Beispiel allein schon Geld gegenübersteht. Einfach Denkweisen, Glaubenssätze und so weiter und so fort. Dann gibt es die Leute, die kommen schon irgendwo zwischen 50.000 bis 100.000 Euro. Diese Leute, die gehen dann her und die haben jetzt schon Fähigkeiten und optimieren jetzt auch schon gewisse Sachen. Das heißt also, die können irgendwas. Die haben jetzt Skills, da gehen wir her und schauen, was ist dein Skill? Ist es vielleicht sogar möglich, dass du dein Hobby, deine Fähigkeit, deinen Traum zum Beruf machen kannst eventuell, ja? Die gehen her, die haben jetzt Fähigkeiten und die machen auch die ganzen Dinge, die andere Leute machen, wie zur Arbeit gehen und so weiter. Die machen die deutlich effektiver. Das heißt also, wie werden wir effektiver? Was gibt es da so für Lifehacks? Und dann gibt es natürlich noch die Gruppe, die geht von 500.000 Euro bis 1 Million Euro
pro Monat pro Jahr. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich rechne jetzt hier pro Jahr. Die gehen dann hin und die nehmen dann im Endeffekt das, was im Bodybuilding die Steroide wären. Und die skalieren dann ihr Business, okay? Die werden dann vom Selbstständigen oder vom extrem guten Angestellten hier wirklich zum Businessman. Das heißt, die skalieren dann ihr Unternehmen. Zum Beispiel stellen die einfach viel mehr Leute ein, machen ein Franchise, machen neue Produkte, bauen neue Vertriebswege auf, machen Online-Business, generieren passives Einkommen und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich noch das Big Business. Da werden wir aber erstmal viel, viel Zeit brauchen, bis wir da überhaupt hinkommen. Aber das sind so die Bausteine, die wir jetzt wirklich hier durcharbeiten wollen, nach und nach. Und dazu kommt jetzt einfach in nächster Zeit extrem viel Content, weil da wirklich momentan meine Leidenschaft liegt. Ich finde das Bodybuilding-Thema geil. Richtig gutes Training, funktionales Training liegt mir extrem am Herzen. Also das ganze Thema Bodybuilding. Dann natürlich das ganze Thema gesunde Ernährung, vegan sein, gut aussehen, eine gute Ausstrahlung haben und so weiter und so fort. Aber jetzt geht es wirklich darum, nicht nur Bodybuilding, sondern Lifebuilding, den nächsten Schritt zu machen, zu sagen, hey, wie kann ich diese Fähigkeiten, die ich jetzt im Bodybuilding gelernt habe und die mich da effektiv gemacht haben und die mich da erfolgreich gemacht haben, wie kann ich die jetzt auf alle anderen Lebensbereiche übersetzen? Wie kann ich finanziell erfolgreich werden, in einer Beziehung erfolgreich werden und im Endeffekt bei all den Projekten erfolgreich werden, die ich bis jetzt, die man einfach so anpacken kann? Geht jetzt erstmal her, abonniert hier unten meinen Business Newsletter, da schicke ich dann PDFs durch, jede Woche ein Video und so weiter und so fort. Und habt ihr auch vielleicht die Möglichkeit, bei mir in die Testgruppe reinzukommen, denn ich gehe natürlich her und mache, wie jetzt im Fitnessbereich schon, extrem viele Fitness- und extrem viele Ernährungssachen kostenlos hier auf dem Kanal. Auf Facebook, YouTube, Instagram, auf den Social Media Plattformen und so weiter und so fort. Aber für die Leute, die es wirklich ernst meinen, die einen Schritt für Schritt Kurs machen wollen, garantierte Resultate haben wollen, die können natürlich hergehen. Ich arbeite an einem Kurs, ich arbeite an vielen unterschiedlichen Seminaren, an vielen hocheffektiven Arten, diese Sachen zu lernen. Und wenn ihr da ganz am Anfang mit dabei sein wollt, dann checkt jetzt mal hier den Newsletter ab. Es sind schon über 100 Leute in der Testgruppe. Wir werden jetzt erstmal noch einige Punkte optimieren und dann kommt es wahrscheinlich für die Öffentlichkeit auch in so circa 4 bis 6 Wochen raus, vermute ich mal. Bleibt also dabei, wenn ihr mehr so Vlog-Style haben wollt, Instagram, für die ganzen Nachrichten, meine Facebook-Seite. Bei der Juicery werde ich jetzt auch bald sein, ihr wisst ja, die ersten Februartage. Und ich bin jetzt raus. Ich hoffe, Leute, dass wir das Ganze jetzt gemeinsam noch eine Stufe nach oben bringen. Haut rein.